Hallo bei Supportnet News, mein Name ist Jakob Lemke. Twitter-Mitgründer Jack Dorsey war gerade in Deutschland und Twitter, die meisten von Ihnen werden das ja wissen, ist ein Kurznachrichtendienst, der sich weltweit ganz rasant entwickelt. Hier auf dieser Grafik zum Beispiel wird angezeigt, wer wo wie viel gerade auf der ganzen Welt twittert. Das ist also schön anzusehen und man sieht die Dynamik, die hinter diesem Dienst steht. Nun war also das erste Mal einer der Gründer in Deutschland, und zwar Jack Dorsey, und er hat angekündigt, dass Twitter demnächst ein Deutschlandbüro eröffnet und also Augenmerk in 2012 auf den deutschsprachigen Markt legen möchte. Wie die Rheinische Post erfahren hat, will er dazu notfalls sogar Deutsch lernen. Es wird also ganz spannend sein, was Twitter hier jetzt eigentlich vorhat auf dem deutschen Markt. Focus hat da erfahren, dass Dorsey davon ausgeht, dass viele Menschen sich sagen, ich schaue keine Nachrichten mehr an, ich gehe gleich auf Twitter. Dass es ihm also dabei gar nicht so sehr darum gehen wird, immer mehr Twitterer zu finden, sondern Twitter halt auch als ein Nachrichtenverfolgungstool funktionaler zu gestalten als bislang. Wir werden das mit Interesse beobachten. Die Bild-Zeitung hat dem Twitter-Gründer einem Twitter-Interview unterzogen und sich das so natürlich relativ einfach gemacht. Also wie gesagt, es bleibt spannend, was Twitter alles so in Deutschland vorhat, und wir vom Supportnet sind natürlich auch schon seit geraumer Zeit auf Twitter präsent. Bis bald. Tschüss.